Und willkommen zurück zum Ausbruchsversuch. Und ich habe mir gerade überlegt, ich möchte mit dem Babbler da rausgehen, um mir da ein kleines Schild aufzubauen, wenn die hier runterschießen. Die Waffe auf Level 3 ist gar nicht mal so schlecht eigentlich. Vor allem ist sie defensiv ziemlich gut gefüllt. So, was machst du da? Achso, du bist noch Level 2. Munition brauche ich noch. Jetzt Level 3. Was? Ah, ich muss treffen. Dann bleibt er da stehen. Ist das der King, der da rauskommt? Sieht so aus. Dann bleibt er da stehen beim Gegner oder da, wo ich getroffen habe. Und macht wohl längere Zeit lang noch Schaden oder so. Ist ja praktisch. Gibt es hier einen Geheimgang? Sieht nicht so aus. Okay, was? So, nö, das sehe ich gar nicht ein. Mich da von ihr zerquetschen zu lassen oder in die Stacheln zu fallen. Uah! Das ist auch so einer. Gibt es hier was Geheimes? Nein. Nur Gegner. Uah, was ist das denn für ein Teil? Ist das ein Gegner? Sieht aus wie ein Boss. Okay, meine Schüsse können da nicht... Was? Der Gegner kann da durch, aber meine Schüsse nicht. Und wie kann ich mir jetzt die Erfahrung da holen? Und die gegnerischen Schüsse können da durch, meine aber nicht. Das ist ja gemein. Das ist ja fies. Warum? Das ist ja unfair. Könntest du jetzt bitte mal hier rüberkommen, damit ich dich abschießen kann? Nicht so. Ich will die Gegner abschießen, nicht andersrum. Für Munition habe ich 20. Gut. Mir fehlt also gerade nur ein bisschen Lebensenergie. Na, da liegt Lebensenergie. Nimm sie. Ja. So, einmal den Babbler laden und einmal voll durchhauen. Wo ist der Boss? Wo ist der Boss? Ach, du bist der Boss. Hast du mich überfahren? Ich lass mich nicht überfahren. Ah, jetzt kann ich abschießen. Okay. Ich könnte Raketen benutzen. Ich könnte aber auch mal hier die Ding auffüllen, die Munition. Mir ein kleines Schild wieder basteln gegen die. Hey, ich kann da mitfahren. Wow, Moment. Das hätte hier rüber gesollt. Heilung! Autsch! Jetzt hätte ich gerne die Erfahrung wieder. Ich könnte auch das Schwert wahrscheinlich... Ah, wenn ich da drauf mitfahre, dann trägt er mich raus. Das sehe ich gerade. Wow. Das geht ja ab, hey, das Schwert. Schwert braucht Erfahrung. Schwert kriegt Erfahrung. Wann genau hält er immer an? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube... Oh ja, jetzt kann ich eigentlich die Leiste unten leeren. Oh, diese Raketen, ey. Dass der Babbler so eine Art Schild ist. Ah! Wow, was? Ich hätte gerne wieder ein Schild. Und die kann ich immerhin abschießen. Vielleicht kriege ich dann mehr Level 3 hin. Sag mal, ich will ja... Ah, dann eben erst Schaden machen. Hä? Kommt der her? Yeah! Könntest du bitte nicht ständig umkehren, sondern bis zum Ende durchfahren oder so? Das wäre echt super. Oh, Leute! Heilung! Sehr gut. Warte. Was? Ich will die Heilung. Nein. Nicht überfahren lassen. Ich habe noch 3 Lebenspunkte. Oh, gewonnen. Boah, das war knapp. Monster X. Wow. Noch 3 Lebenspunkte. Wehe, mich tötet jetzt irgendwas. Immerhin, die Schilde sind wieder aus. Ich könnte jetzt zurück zur Klinik und mich heilen. Vielleicht sollte ich das auch tun mit 3 Lebenspunkten. Immerhin sind da ja keine Gegner und ich, durch die schwebenden Teile komme ich ja mit Level 3 Maschinenpistole auch ganz gut durch. Wer weiß, ob dahinter nicht noch irgendwas kommt.
Ich meine, wahrscheinlich ist da direkt der Ausgang, aber ich bin gerade ein bisschen paranoid. Weil diesen Bosskampf, den möchte ich ungern wiederholen. Und ich dachte schon, Toroko wäre... Na okay, bei Toroko habe ich mehr Versuche gebraucht, das ist richtig. Aber ich muss sagen, Toroko war letzten Endes einfacher. Ich glaube, die würde ich jetzt nach dem Training gerade wieder hinkriegen, ohne Probleme. Halleluja. Oh, Calibrace ist raus. Sie ist zurück. In Action bald wieder. Alles dank mir. Ja, cool. Bist du zurückgekommen, um nach dem Mädchen zu sehen? Sie ist Richtung Boulder-Kammer gegangen. Ja, einmal speichern, bitte. Moment, Moment, verdammt. Ich hoffe, jetzt habe ich nicht das Monster nochmal zu bekämpfen. Das fände ich jetzt echt ätzend. Na gut, so, der Raketenwerfer braucht noch. Wow. Weicht der einfach aus? Darf der das? Nein, darf er nicht. Das Schwert auf. Das Schwert ist aber ganz schnell auf Max, hey. So, jetzt braucht man noch den Raketenwerfer. Da. Ah, das war's ja schon. So, dann einmal das Schwert für dich. Das könnt ihr eigentlich nochmal speichern. Ach was, komm. Was soll's. Ich habe übrigens mittlerweile herausgefunden, auch man kann hier tatsächlich beliebig lange schweben mit der Maschinenpistole. Der Trick ist, gleichzeitig springen zu halten. Dann schwebt man länger in der Luft. Statt nur nach unten und schießen. Einfach noch springen, mit der Springtaste gedrückt halten. Sieht aber gerade so aus, als wäre der Boss hier nicht mehr. Der stand ja da. Als ich hier rüber kam zum ersten Mal. Die Mission nehme ich gerne. Ja. Kann ich eigentlich nicht einfach draufbleiben? Ist das. Naja, okay. Wenn ich Munition hätte, könnte ich das wahrscheinlich, ja. Was? Level down? Level up? Heilung. Gut. Ja. Ich bräuchte für den Bubbler auch sowas, damit er sich schneller auffüllt. So. Hier geht's weiter. Ah. Okay. Hier geht's raus. Moment, was? Ich hätte ja nochmal gucken können, ob es da einen geheimen Gang gibt. Aber ich sehe gerade, hier oben kann ich mich auch heilen und speichern. Ich kann die Munition auffüllen, das brauche ich aber gerade nicht. Gibt es hier... brauche ich nicht. Ja, ja. Mhm. Gibt es hier geheime Gänge? Vielleicht da in dieser Ecke? Oder in dieser Ecke? Nein. Mir wurde gesagt, es gibt ab der Sandzone oder in der Sandzone immer wieder so Geheimgänge. Warum ist der Stein da rot? Warum ist der Stein hier rot? Kann ich den abschießen? Hm. Vielleicht von links? Okay. Oh, da ist auch Professor Booster. Allerdings ist da oben noch eine Tür. Ein Teleporter. Ohne Stromversorgung. Aber ein Ingenieur, ein Techniker mit etwas Fähigkeiten wäre wahrscheinlich in der Lage, es zu reparieren. Naja, vielleicht. Zum Beispiel ein Herr Professor Booster. Was gibt's hier? Oh, Curly! Aha, ich hab mich schon gewundert, wenn du vorbeikommst. Und wir müssen nur diesen großen Stein aus dem Weg kriegen, dann können wir rausgehen. Gerüchte sagen allerdings, dass es ein Monster gibt direkt dahinter. Also bereite dich besser darauf vor. So, dann lass uns dieses Ding aus dem Weg schaffen. Du hältst die Seite. Bereit? Drück! Drück! Es hat sich kein bisschen bewegt. Ich bin mir nicht sicher, ob wir beide stark genug sind. Hussa! Du! Hohoho, du lebst noch, wie ich sehe. Nicht nur das, wenn du versuchst... Ja, du versuchst sogar aus dem Labyrinth rauszukommen. Solltest du nicht hier drin bleiben, wie brave kleine Roboter das tun? Ich
Du kannst dich meinem Meister nicht mehr widersetzen als ich, weißt du? Also dann? Ich werde das hier alles einfach beenden. Ich hoffe, du hast nichts dagegen, Eisenteile zu sein. Hey, du bist direkt der, du bist gerade der, nach dem wir gesucht haben. Nimm die Mitte, bitte, von dem Stein. Was? Was? Hörst du mir überhaupt zu? Hey, nein! Boah, der hat jetzt selber Raketen. Ich hab keine mehr. Da ist doch einer. Springt der einfach um, wenn ich auch umspringe? Die Sau. Das ist zufällig. Ich hab dich gleich, ich brauche noch Munition. Wann habe ich denn die Waffe gewechselt? Oh. Hui. Das war verdammt knapp. Gut, dass ich mich zwischendurch geheilt habe. Du gewinnst. Ich werde den Stein für euch bewegen. Aber Erna, denkt dran. Ihr dürft niemandem erzählen, dass ich euch geholfen habe. Dein Geheimnis ist sicher bei uns. Wir werden es niemandem erzählen. Bereit? Drück! Und jetzt, denkt dran. Niemandem erzählen, dass ich geholfen habe. Werden wir nicht. Warum sollte ich es keinem erzählen? Ich glaube nicht, dass er wirklich so ein böser Typ ist. Lass uns gehen. Da gibt es ein ganzes Nest voller Monster, das auf uns wartet. Ein massiver, schwerer Stein. So, was haben wir hier? Ein Raketenwerfer-Upgrade. Cool. Einmal speichern, bitte. Komme ich da jetzt noch hoch? Ja, das sollte gehen. Ja, das geht. Mir wurde gesagt, ich würde hier wahrscheinlich die falsche Entscheidung treffen fürs weitere Spiel, weil es hier wohl mehrere Möglichkeiten gibt. Deswegen werde ich jetzt das nicht Offensichtliche tun. Das habe ich eigentlich schon indirekt damit getan, dass ich direkt nach oben gegangen bin, statt zuerst zum Professor. Mal schauen. Oh, was tust du denn hier? Wirklich? Misery hatte ich also auch wieder geschickt. Vielleicht gibt es doch eine silberne Linie nach allem, also einen Streifen Hoffnung am Horizont. Weißt du, diese Insel schwebt im Himmel durch die Kraft eines bestimmten Organismus. Und ich habe vor kurzem entdeckt, welcher das ist. Dieses Labyrinth. Der Organismus lebt irgendwo in diesem Labyrinth. Wenn wir diesen Organismus zerstören könnten, würde die Insel nicht mehr funktionieren. Und der Doktor muss wirklich in Eile sein, dich in das Herz dieser Insel zu schicken. Nimm das. Booster 0.8. Diese kleine Maschine hilft dir fliegen. Wenn ich den Springknopf mitten in der Luft nochmal drücke, kann ich schweben. Auf dem Item, auf dem Inventar muss ich es ausrüsten. Cool. In der Minute, ich dachte schon, das wäre alles vorbei. Und ja, trotzdem konnten wir uns nochmal sehen. Es sieht aus, als wäre mein Glück hier zu Ende. Ich bete für deinen, also für meinen Erfolg. Tun wir das nicht alle? Ja, das würde ich gerne ausrüsten. Ach, wie cool. Aber ich habe doch die... Dingens. Die Maschinenpistole. Andererseits ist die auch nicht immer Level 3. Das ist natürlich die andere Seite der Medaille. Jetzt zum Beispiel ist er nämlich nur Level 2. Oh, Curly ist schon raus. Gibt's hier noch was Geheimes? Nein. Na, ist doch gar nicht so unpraktisch, der Booster. Labyrinth M.
Hi Curly, was machst du denn da? Um mich rumtanzen? Sind das Gegner da unten? Diese blauen Teile? Oh ja. Dann möchte ich die Route einmal umlegen. Und meine Waffen wieder maximieren. Vor allem die Maschinenpistole. Wow, was ist das denn? Boah, sehr cool. Das ist dann wohl der... Was? Moment, was ist das? Nein, die Karte da. Super Raketenwerfer. Eine sehr coole Sorte von Raketen. Die sehr schnell beschleunigt, wie ich sehe. Und ich sehe gerade, Curly benutzt meinen... den Polarstern, den ich ihr in der Sandzone gegeben habe. Cool. Das brauche ich nicht. Coole Sache. Ah, die Füße kann man nicht blockieren. Mit eigenen. Ach, verdammt, sag ich doch. Kann man nicht blockieren. So, das Schwert. Die Maschinenpistole fehlt noch. Den Gegner kenne ich. Ah! Ach, Mist. Was machen die denn? Hä? Was? Wer hat mich da gerade getroffen? Von da oben, oder was? Ah! Moment. Wie komme ich da am besten hin? Schwert? Schwert? Ne? Einmal treffen, dann... Ja, einmal treffen und dann Level down. Allerdings levelt das Schwert auch relativ schnell wieder hoch. Die Teile halten jede Menge aus. So, ah, das passt doch perfekt. So, die Maschinenpistole braucht ein bisschen was. Und dann noch der Raketenwerfer. Hier möchte ich... Dann kann ich ja wunderbar über die Kiste drüber schießen. Ist doch super. Voll gut. Oh, wow. Die habe ich übersehen. Die Stacheln. Na, komm her. Gab es da jetzt noch irgendwas für mich hier drüben? Nee, ne? Da war noch nichts mehr. Ich frage mich ja, ob ich den Booster nach Level 0.8 noch irgendwie upgraden kann, weil es klingt schon so nach... Es gibt ein Upgrade. Und ich sollte nicht vergessen, ich kann fliegen.